Ich habe ganz große Freude, dass ich heute eine Führung machen über das Kapellele. Was ich auch habe, das ist der schwarze Kittel, das ist die Festtagskleidung vom Bergmann. Und der dunkle Kittel und der dunkle Hut und die Federn sollten bedeuten, wie dunkel es da im Berg drinnen ist beim Schaffen bei den Bergleuten. Und stellen euch vor, Bergleute, da war ein großes Bergunglück. 1400 Mitte. Eine ganze Mannschaft von 15 Mann sind eingestiegen am Morgen um 4 Uhr da ganz unten, weil das Wasser muss ja raus können. Eingestiegen da unten, und dann haben sie gesehen, erzählt euch erzählen, wie viele mittun da, oder? 8, 12, 15, und da sind sie 15 Leute gesehen. Jetzt sind sie tatsächlich da unten gesehen, da haben sie gesehen, machen wir ein Anfahrgebet oder machen wir eine Lehrt, ein Bergmannslehrt. Ja, bei mich fahren, sei ein Anfahrgebet eher besser. Man will ja wieder rauskommen, oder? Vom Berg. Die sind ja tief in Berge gegangen. Jetzt haben sie gesehen, machen wir Anfahrgebet. Wir richten, ehe wir niederfahren, den Blick, o Gott, empor zu dir. O will uns Herr getreu bewahren, sei unser Hüter für und für. Du bist das Licht in Finsternissen. Du bist der Tag in unserer Nacht. Du wirst uns wohl zu schützen wissen, in jeder Grube, in jedem Schacht. Herr, segne Schächte, tiefe Stollen, bewahre uns vor Flut und Brand. Herr, dem wir gehören wollen, du hast die Wette in deiner Hand. Glück auf, Glück auf. Und dann fahren sie in Berge hin, wenn sie 10 Stunden schaffen, mit Meißel und einem Schlägel. Und dann, wenn sie fertig sind, dürfen sie wieder rausfahren. Und da ist ein Unglück passiert, wo sie geschafft haben, hat sie einen Krach gemacht, Dreigang eingestürzt. Ich spürte sie. Ja, das ist nicht lustig. Da kannst du höchstens 4 Tage leben, noch bist du tot. Jetzt haben sie gesehen, ja, was machen wir da? Sie sind wohlhabend gewesen, weil sie gut verdient haben, viel Silber gefunden haben. Dann haben sie gesagt, machen wir ein Gelübde. Ein Gelübde ist ein reines Versprechen. Wenn wir würden noch einmal rauskommen aus der Silbermine, irgendwo, dann würden wir dort eine Kapelle bauen als Dankbarkeit. Und da bei dem Loch sind sie rausgekommen, da hinten, wenn man das sieht, da bei dem Loch, da geht 36 Meter rein. Aber das Loch ist früher eine Luftzirkulation gewesen, dass man die Luft hergebracht hat. Und wo das Unglück ist, hat man den zugemacht. Stellen euch vor, hunderte von Jahren, eine Sage. Da ist ein Fleck an der Wand und da sind, glaube ich, Bergleute rausgekommen. Haben wir ja nicht mehr gewusst. Oder? Und der Fleck hat man vor 20 Jahren da weggeputzt. Das ist ein anderes Material wie das andere. Und so ist man draufgekommen und die Dillwerke hat mir das ausgemessen von da unten da rein. 38 Meter, das ist tief da. Die haben keine Stegen gehabt, die haben nur Hölzer gehabt mit Kerben, alle gleich lang. Und in der Not wird man einfallreich. Wenn wir die Hölzer täten aufeinander biegen, dann könnte man mit den Kerben den Körper so offen ziehen. Kannst du ja nicht umfallen, weil es ja ein Schacht ist. Und so sind alle 50 Mann rausgekommen und haben die Kirche gebaut. Die haben Geld gehabt, die hätte man gerne glauben. Das kann man ja nicht nur so bauen. Und dann haben sie eben die Kirche gebaut und die Kirche hat eine besondere Luft. Die stinkt nicht. Die hat keinen Salpeter hin, wo man sieht, sie schmeckt. Wir haben viele Hochzeiten und Taufen da. Dann sagen Frauen, sind ein bisschen heikler, wie wir Männer. Könnten sie uns lüften, wenn wir die Hochzeit haben? Lüften, weißt du, ein bisschen bessere Luft machen. Sag ich, ja, kommen Sie es anschauen? Das ist immer gleich. Da kann Luft unten näher kommen, kann ganz langsam steigen und kann dann mal wieder abfahren. Aber das spürt man nicht von der Luft, oder? Das ist doch interessant. Und der Klang da hinten, wie sieht man den? Der ist unheimlich gut. Ich habe selten Leute, die gerne singen, eine Gruppe, die singt, die muss springen, als sie singen. Das ist ein unheimlicher Klang dahin. Und die haben wir nicht gemacht wegen Flöten oder so. Die haben wir gemacht, der, wo hier redet, wollten alle verstehen,
weil da ging es um Leben und Tod. Im 15. Jahrhundert war nach dem Bergunglück ein Problem. Wenn ein Bergmann mit 30 Jahren stirbt, manchmal schon mit 25, die haben keinen Schutzkette da, weißt du? Kein Schutz heißt nichts da, oder? Ja, denn was tut man, wenn die Frau 2, 3 Kinder hat? Hat man dazu mal eine Bruderschaft gemacht auf dem Berghammer. Brüderlich leben, brüderlich teilen. Und die Bruderschaft haben sie dann gemacht. Die Bergleute haben nicht alle gleich verdient. Drei haben mehr gehabt, der andere weniger. Kommt darauf an, was du da rausbringst, oder? Aus dem Berg. Das hat man gesehen, jeder Bergmann muss einmal im Jahr von einem Tag, also nicht der Beste und nicht der Schlechteste, nimmt man raus, oder? Muss er nur einmal von einer Stunde ein Drittel abgeben. Und im Unterfuß sind dazu mal 3000 Bergleute, die geschafft haben da und alle wollen weiterkommen, oder? Und da hat man können, die Bruderschaft teilen, dass man die gehabt hat, die ist heute noch. Wir haben einen Bruderschaftstag und da tut man eigentlich noch bis 4 von dazu mal, wenn alle Leute es täten, brüderlich teilen und leben, ging es uns allen gut. Aber da sind leider immer wieder, wir können nichts und wir tun nichts oder so. Und Weihnachten und die Bergleute frei geht. Einen Monat lang frei. Und die haben jeden Tag müssen, dass sie nicht müde werden, jeden Tag trainieren, dass sie wieder fit sind und haben einen Monat zum Schaffen. Man muss sich das vorstellen. Ich habe da letztens mal eine Fußballmannschaft von Schrud angehört. Die sind, glaube ich, Deutsche gewesen. Aber 40 Mann. Und die haben da gelacht, ich habe es nicht zu den Leuten gesehen da. Aber die haben gewusst, dass sie eine Mannschaft sind. Kann ich auch mal schauen. So haben es den anderen erzählt. Stellen euch vor, die Bergleute haben einen Monat frei gehabt und müssen jeden Tag trainieren. Es ist fast so, als wie Fußballer. Die müssen auch euch trainieren, sonst können sie auch nicht weiter. Die haben ja gelacht, du. Das ist schön gewesen, oder? Und die Menschen haben sie an dem Tag gesehen, wir möchten euch mal erzählen, wie es uns geht beim Schaffen im Bergbau, Duna. Ja, da ist alles einverstanden gewesen. Die Kirche ist schon da gewesen. Und dann haben sie das so gemacht. Wir Bergknappen vom Silberberg erzählen euch jetzt, wie es uns geht bei der Arbeit im Berg, tief im Berg. Ins Mark der Erde, bei Dämmerschein, in die dunklen Tiefen dringen wir ein. Wir zwingen die Berge in harter Schicht, bringen die Erze ans Tageslicht. Dass andere im Lichte leben können, müssen wir Knappen im Dunklen frönen. Wir schürfen und bauen und fürchten uns nicht. Wir wagen und schauen dem Tod ins Gesicht. Und was in der Tiefe auch treut, ein Bergmann Gefahren nicht scheut. Im Berge zu dienen ist unser Gebot. So schwer wie wir knappen, verdient niemand sein Brot. Und stürzt eins das Wasser, zerbricht das Gestein, dann sind wir im Sterben mit Gott ganz allein. Dann kündet vom Turme mit ehrendem Klang die Glocke des Bergmanns, letzter Gang. Im Berge zur Arbeit immer bereit, darum tragen wir Knappen ein schwarzes Kleid. Glück auf, Glück auf. Und es gibt ja sehr viele Bergmannslieder, ganz kurz nur. Glück auf, der Bergmann kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Schon angezündet. Das Lied hat 5 Strophen, das machen wir nächstes Mal, oder? So sind wir zu lang hin, weißt du? Die 3 Brüder. Aber das sind schöne Lieder. Und wenn ihr mal hört, wenn die Bergleute singen, das ist unwahrscheinlich. Da sind Klänge dahinter. Weißt du, wir üben das, oder? Hast du noch einen Wunsch? Ich habe dir heute Licht gemacht, Oma. Sollen wir raufgehen? Ja, wir können noch ein bisschen Leute da. Aber ich möchte, dass du mir noch Flöte spielst. Ja, das mache ich ja. Ich muss... Also, die Flöte habe ich nie gelernt.
Ich habe als Kind mit 10 Jahren müssen auf die Alp gehen, Tiere hören, von der Heimat aus. Wir sind eine Familie mit 40 Kindern, das wissen wir. Die Eltern haben gesehen, jeder muss gehen. Etwas tun, oder? Hat es mich halt auch getroffen, ich bin in der Familie so in der Mitte. Dann haben die Eltern gesagt, wir gehen dir ein Flötchen mit und du sollst aber nie nachher kommen. Du musst bleiben den ganzen Sommer, sonst kriegst du gar kein Geld. Wegen Geld ist es mir ja noch wurscht gewesen, aber ich musste schon müssen bleiben da auf der Alp. Weißt? Und nicht echt schön Wetter. Und dann haben sie gesagt, ich kann ja ein bisschen spielen. Und ich gesagt, ich kann aber nicht, was soll ich da spielen? Habe ich 3 Jahre für Tiere gespielt, auf der Alp. Du darfst kein Brot und kein Wasser bei dir haben. Tiere tun dir gar nichts, wenn du kein Brot und kein Wasser hast. Ein Salz. Salz, Entschuldigung. Ja. Jetzt habe ich gespielt, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe ein eigenes gespielt, das ist der Tier wurscht, ob das stimmt oder nicht. Also das ist ganz wurscht. Und dann einmal, wo ich fertig war mit der Alpzeit, habe ich mir so den Lübfer spielen, oder? Und da ist schon ein bisschen schwieriger, oder? Ein bisschen schwieriger, wenn die Leute, ich habe 8 Schwestern, die haben das schon gesehen, was nicht stimmt und was noch geht. Jetzt habe ich halt den ein bisschen probiert und ihr müsst euch vorstellen, die Bergleute haben keinen Schutz getan, überhaupt keinen. Darum sind sie so früh gestorben, oder? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, haben Fachleute gesehen, ihr Bergleute sollten überhaupt nicht mit dem Maul atmen. Gar nicht. Das Maul bringt der Dreck sofort in die Lunge und über die Nase könnt ihr Jahre länger leben. Ja, das musst du mal zuerst verstehen. Jetzt haben die ja wirklich mit der Nase gespielt. Und dann haben die halt angefangen, die Leute auch mal ein bisschen spielen, auch mit der Nase. Und so weiter. Also es ist nicht so lang geht, möchte ich das abkürzen, aber das ist gut angekommen. Und ich habe ganz viele Kinder da, Lehrerinnen mit vielen Kindern. Und da erzähle ich auch das gleich, ganz kurz. Das war tausende von Jahren die Arbeitskleidung vom Bergmann. Das ist Leinen, die Mütze ist Leinen und mit Stroh gefüllt. Das ist der Fühler, die haben keinen Helm gehabt. Der Fühler zum Berg. Und wenn ich den Kindern sage, was hat denn der Zwerg im Garten? Zipfelmütze. Wer ist jetzt Kind? Was noch? Eine Laterne. Hat er auch. Dann sage ich, jeder Zwerg im Garten stellt einen Bergmann dar. Also das ist nur so kindlich gemacht. Aber das ist ein Bergmann und nicht ein Zwerg, oder? Heute habe ich Kinder, auf Feldkirch oder im Schoppernau oder wo immer, sagen sie, ich habe im Feldkirch auch im Garten einen Bergmann gesehen stehen. Und Schopernauer Kinder, halt andere übere, haben dann gesehen, ich habe auch in Schopernau im Garten einen Bergmann gesehen. Und das geht ein Leben in den Kindern, das ist schön. Und das da, das ist die Friedensglocke. Und die möchte ich mit euch jetzt durchgehend läuten lassen. Das heisst, ich lüte und ich gehe nachher wieder an und wünsche euch was. Hm? Ich wünsche mir Frieden für die Erde. Ich mach noch mal. Ja, das ist die Runde.